Heute ist echt schönes Wetter und das möchte ich mal ausnutzen, um ein paar Videos abzudrehen. Es hat sich auch einiges angesammelt bei mir zu Hause und es ist richtig geil, was wir mittlerweile für eine großartige Community sind und wo die Leute, was nicht selbstverständlich ist, vor allem dieser Tage, mehr geben als nehmen und bereit sind, anderen Leuten eine Freude zu machen. Und so hat mich dieses... Das ist echt schwer. Paket vom guten Al-Bauschi erreicht. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und er hat gesagt, Mensch Manuel, ich habe hier wieder was zum Abgeben. Guck mal, was du für dich brauchen kannst. Und den Rest kannst du gerne an die Community herschenken, weiterschenken, damit diese Sachen ein neues Zuhause finden und auch andere Leute, vor allem dieser Tage jetzt, eine Freude haben. Also ich denke, allein das verdient schon mal einen Daumen nach oben. Ich guck mal, wo ist mein Messer? Und dann werden wir das jetzt hier in lockerer Runde aufmachen. Wetter ist heute echt herrlich. Ich wollte es unbedingt ausnutzen. Man ist ja dieser Tage genug ständig hier in den eigenen vier Wänden oder im Büro oder in der Arbeit und kommt kaum an die frische Luft. Und da muss man eigentlich jeden Sonnenstrahl ausnutzen und jedes gute Wetter. Also schauen wir mal rein. Verpackt ist es auf jeden Fall wie immer super. Ich tue jetzt hier die Sachen zur Seite, räume ich nachher auf. Okay. Also wir beginnen mit Filmeditionen. Hier hätten wir, ich muss mir das nur darüber legen, damit der Tisch nicht wackelt, auf dem die Kamera steht. Scary Movie 2 habe ich schon in der Sammlung, kann weitergehen. Nothing in Common, oh cool, den habe ich noch nicht. Schon mal geil, danke. Mit Tom Hanks, da war er noch jung. Was haben wir dann hier? Gangster Chronicles. Die DVD. Cool, haben wir auch noch nicht. Bleibt hier. FBI. Sie wollen Amerika retten, doch Amerika ist es egal. Geil. Französische Komödie, meine ich. Ja, urkomisch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Legen wir mal auf einen anderen. Die Super Ex. Uma Thurman am Start. Und Luke Wilson. Cool, habe ich auch noch nicht. Was haben wir noch? Excalibur. Sehr schön, danke dir. Ich musste gerade gucken, das ist doch was Italienisches, oder? Ja, der eine kam mir irgendwie bekannt vor, der Schauspieler gerade. Einer gegen das Imperium, was ist das, He-Man oder was? Ungekürzte Originalversion. Oh, Alter, oh, what? Was ist das? Ist das geil. Wow. Okay. Druids. Druiden. Was ist das für ein Hobbit-Verschnitt hier hinten, Mann? Geil. Alter, Klassiker. Der Pate Teil 3 auf Blu-ray. Ja, ich habe zwar noch nicht auf Blu-ray, ich habe die Filme nur auf DVD, meine ich, aber werde irgendwann mal komplett upgraden. Also das kann ich definitiv jetzt schon mal sagen, das wird weiter wandern. V, die Außerirdischen kommen, gell? Besucher kommen, die komplette Staffel. Das ist sowas, das ist etwas, das erinnert mich voll an die gute alte Videothekenzeit, als man mit dem Vater in die Videothek gegangen ist und da war V, die Außerirdischen, wow, überall groß auf den Plakaten und alles, ist ja geil. Nostalgie pur, das bleibt definitiv. Dann haben wir Natural City. Was haben wir? Die Welt gehört nicht mehr nur den Menschen. Okay, scheint was Übernatürliches zu sein. Was haben wir dann noch? Time Bomb. Haben wir hier? Sagt mir auch irgendwas. Michael Biehn, ja. Legen wir mal zur Seite. Robocop 3. Habe ich auf Blu-ray. Das können wir auf einen anderen Stapel legen. Galactica, der Kinofilm. Ja, geil, Alter, hier kommt Klassiker raus, Mann. Voll cool. Was haben wir noch? Boah, da geht's ja weiter. Wow. Transformers. Hier mit geprägten Schuber. Alter Verwalter. Voll geil, sehr geiler als das Steelbook. Das ist ein sehr geiles Teil. So, dann, oh, das ist sogar noch OVP. Numi Rapace Rapture, wenn das richtig ist. Überwinde deine Ängste.
Haben wir da noch hier? Oh, was ist das für ein Jurassic Park-Verschnitt? Planet der Dinosaurier von Jules Verne, Verfilmung. Was für den Gurt? Godzilla 1990, lasst grüßen. Oh, geil. Alter, was für Special Effects. Cool. Die unglaubliche Reise in eine fantastische Welt. Ist das so Harryhausen, Ray Harryhausen-Stil hier irgendwie die Verfilmung? Stop-Motion-Technik und alles. Muss ich mal gucken. Ich mag ja solche Filme ganz gerne. So, dann ist die eine Seite hier mal leer, aber es geht noch definitiv weiter. Alter Verwalter, was haben wir denn da Schönes? Hey, 007, James Bond Auto, guck mal hier. Ja, James Bond in aller Munde wegen Kino und dann jetzt auch diese Aston Martin Edition. Jagd Dr. No, geil. Das ist ja sowieso mein Lieblingsbond. Also das bleibt definitiv. Dann haben wir hier noch ein paar Schlüsselanhänger. After Earth. Hat er die beim Zimmi gewonnen, oder was? Als der seine Aktion da hatte. I Frankenstein. Cool. Habe ich aber schon im Mediabook. Also den kann ich auch weitergeben dann. Robocop. Auch cool. Habe ich aber auch schon im Steelbook. Kann man auch weitergeben. Also Freunde, Alter, echt jetzt? Jetzt packt ihr hier ein OVP Steelbook rein. Der ist verrückt, der Kerl. Daumen nach oben, Freunde, für Alter. X-Men Apocalypse. Glaube ich, habe ich nicht. Muss ich mal gucken. Weiß ich nicht. The Prestige. Habe ich im Steelbook. Super geiler Film von Christopher Nolan. Der hat mir seinerzeit richtig gut gefallen. Was haben wir dann noch? Serenity habe ich auch schon. Also da könnt ihr euch auf ein tolles Paket freuen, meine Lieben. Danke, gehen raus an den Albauschi. Terminator 3. Was haben wir noch? Strange Days haben wir dann hier. Dann geht's weiter. Oh! Blade Runner Director's Cut hier in so einer Tinbox, glaube ich, oder ein richtiges Future Pack ist es, glaube ich, irgendwie nett. Lass mal auf. Jo, oh, mit Samt. Geil. Mal gucken. Cool, aber das Cover ist cool. Machen wir auch auf den Stapel zum Alter, echt jetzt? Das nächste Steelbook. Geil geprägt, man. DVD-Steelbook, glaube ich, war das noch seiner Zeit. Kann man das so abziehen oder was ist das? Cloverfield. Guck mal her. Mit so einer richtig mega fetten, geilen Prägung. Da habe ich aber auch das Steelbook, das geprägt. Aber das ist geil. Das ist. Warum wird sowas nicht mehr gemacht? Und das ist DVD. Also, verstehe ich nicht. Echt geil. Also, puh. Oh, Jason! Schwerter des Königs. 3-Disc Premium Edition. Habe ich nicht. Die bleibt. Ich habe, glaube ich, was habe ich? Die Blu-ray. Aber die ist cool. Danke für unseren Jason-Fan hier. Jetzt muss ich hier nur ein bisschen was verschieben. Jetzt komme ich nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn. Hamlet. Haben wir hier mit Ethan Hawke. Kenne ich noch gar nicht den Film. Okay, Arthouse. Alles klar. Was aber noch? Fast and the Furious 5. Mit Dwayne Way. Haben wir hier hinten drauf. Was aber noch? The Poker House. Selma Blair. Chloe Grace Moretz. Jennifer Lawrence. Okay, da sieht sie aber noch echt jung aus. Kenne ich auch noch nicht. Spannend, spannend. Godzilla, gerade eben haben wir von ihm gesprochen. Siehst du, das darfst du nicht laut aussprechen. Schon ist er da. Haben wir hier noch auf DVD. Wahnsinn, was der reingepackt hat. Junge, Junge. Island of Souls. Haben wir hier noch mit dabei. Oha. Oh, was ist denn das für eine geile Edition? Underworld. Die Schlacht beginnt. Extended Cut. Aber das ist hier so eine Schuber-Edition. Ja, und das ist so Metallschuber, ey. Wow, aber im Hochglanz. Ja, da macht unsere hübsche Kate Beckinsale erst recht eine glänzende Figur hier. Richtig geil. Alter Verwalter, hat der hier Sachen reingepackt.
Mulholland Drive. Mulholland Drive. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ihr werdet mich schon wieder berichtigen in den Kommentaren, was super ist. Und ja, hier auf jeden Fall die DVD. Mad Max, hier haben wir sogar noch Spiele, PC, DVD, sogar noch original verpackt, ja, bist du irre. Cool. Also Wahnsinn. Das Jericho-Projekt habe ich im Steelbook. Wird auch in Paket wandern, was ich abgeben kann. Und dann haben wir hier noch A Christmas Horror Story. Cool. William Shatner ist hier mit dabei. Den muss ich mir definitiv mal reinziehen. Kenne ich noch nicht. Und ich bin ja ein Weihnachts-Junkie, Horror-Junkie. Das passt. Weihnachts-Horror-Filme sind richtig geil. Taugen mir, gibt leider viel zu wenig gute. Und von daher herzlichen Dank, mein Freund. Also das ist echt irre. Jetzt schaue ich nur, dass wir hier alles haben. Paket ist leer. Also wir haben jetzt hier einen Stapel, damit ihr das mal seht. Dann haben wir hier zweiten Stapel, ja, das ist ja irre. Und dann haben wir hier noch einen dritten Stapel an Filme und eben noch diese ganzen Schlüsselanhänger, ja, da drüben rein und dann eben noch dieses geile Auto. Hey, Bausche, herzlichen Dank. Ich werde natürlich auch für die Community ein richtig geiles Paket hier schnüren. Und dann geht es hier weiter mit der geilsten Community auf YouTube. Dank euch fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Bleibt gesund und Servus.